Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Wolong mit dem Nebenschlagfeld der Sturm auf Wuchao. Auf geht's! Yes! Bevor wir mit der... Wir haben drei Nebenmissionen, die wir machen, bevor wir mit der nächsten Hauptmission weitermachen. Und... Ja, mal schauen. Das hier wird wahrscheinlich da die Nebenmission sein, die im selben Gebiet spielt wie die letzte Hauptmission, jetzt rein von der Ästhetik her. Vielleicht sind alle so, alle drei. Ich glaube, das eine ist entweder ein Gauntlet oder ein Duell, weil es keine Flaggen hat. Eins hat relativ viele Flaggen. Das könnte vielleicht was Interessanteres sein. Ich denke, die machen wir als letztes. Und ich denke, die nächste wird dann einfach so entweder ein Gauntlet oder ein Bossfight sein, in dem Sinne. Ein Duell. Okay. So, erstmal schicken wir dich wieder weg. Verwenden. Und tschüss. Also, es gibt eine kleine und zwei große. Die kleine weist darauf hin, dass es ein bisschen mehr ist als einfach nur ein Gauntlet. Weil die kleinen sind ja in der Regel, die muss man sich ein bisschen erarbeiten. Aha. Hier können wir den Schmordreher eigentlich wieder einsetzen. Weil ich glaube, gegen so kleinere Gegner ist der ganz gut. Und? Tschüss. Ha! Immer Bogenschützen. Immer Bogenschützen. Irgendwas haben wir gesehen. Oh. Noch ein Bogenschütze. Weißt du was? Der Penner geht mir auf den Sack. Ah! Gelände hier. Heilung. Okay, hier komme ich nicht hoch. Okay, der ist rausgebockt so ein bisschen. Lass mich hier durch. Zu weit weg. Okay. Einer weniger. Dann du noch. Salz. Ja, ein bisschen Glück, ob sie das tun. Die Tür ist nichts diesmal. Wirklich? Du drehst jetzt einfach den Rücken zu. 14, es wird sogar angezeigt. Auch wenn wir nicht mal in der Nähe sind, aber ich pull den jetzt nicht. Oder ich versuch's zumindest. Nehmen wir den ganzen Rotz nochmal mit. Ich glaube, es macht keinen Sinn, den da wegzumachen. Oh. Ja, es war klar, dass wir hier in der Falle laufen. Heilung. Problem ist, ich würde ganz gerne unanvisiert kämpfen können, aber das geht in diesem Spiel nicht. Oh, shoot. Oh,
Oder ist noch ein Dickerchen? Okay. Das war ganz mies. Wir brauchen den Schmordreher für solche Aktionen. Lasst uns... Nicht Stufenaufstieg. Lasst uns die Flammenwaffe behalten. Wir nehmen die Überwältigung raus. Und ich denke, wir kämpfen... Hier drüben. Oh, falscher Skill. Ach du meine Güte. Ah, sind viele Gegner. Ich habe keine Lust, den ganzen Raum wieder frei zu machen. Vor allen Dingen mit den Scheißstatuen, die... einfach super lange brauchen immer. Okay, der wäre mal weg. Meine Güte, lass mich den Idioten backstabben, ey. Ah. Ah, da ist nur eine Töle dabei. Oh, und der. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie wir das machen. Es sind so viele Gegner. Ich habe keine Lust, sie jedes Mal, wenn wir sterben, alle wieder wegzumachen. Ah, das ist super ätzend. Die Mission ist too much. Wir haben auch noch die scheiß Bogenschützen, die auch nerven ohne Ende. Ha. Ich muss den irgendwie schneller wegmachen. Wir sind mittendrin. Damn it! Ah. Die Stelle ist super frustrierend. Und wird eine Weile dauern. Diese Mission ist viel schwieriger. Oh Gott, ey. Das kann nicht wahr sein. Da gucken wir mal, was alles hochkommt. Ach, sind immer noch viel zu viele. Meine Fresse, ey. 100 Gegner. Wo sind die denn überall? Aber ich glaube, das ist eine gute Taktik, da hochzugehen. Weil hier können wir nicht kämpfen, das sind Bogenschützen. Plus die scheiß Statuen. Einer hängt einfach an der Wand drum rum. Lass mich hier raus! Was ist denn jetzt schon wieder? Man sieht einen Scheiß! Ah!
Die brauchen ewig, bis sie tot sind. Was ist denn hier los? Okay, wenn... Wenn man Damage kriegt, hört man auf zu rennen, ey. Das ist auch... Keine Ahnung. Okay, weißt du was? Geh wieder zurück in den Scheißkreis. Wo kommen die Spinnen her? Das sind so viele Gegner, man kriegt die nicht platt. Man kriegt die einfach nicht platt. Das Problem ist, du kannst nicht einen fokussieren, weil er dann irgendwie hinten ist und dann kommen die drei weiteren und du musst hier Anvisierungsmanagement machen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Aber durch, ey. Was zur Hölle spuckst du da für einen Scheiß? Okay, den hätten wir mal weg. Ist ja nur noch 5, ne? Ich glaube, der Penner ist hinter mich gesprungen, ey. Meine Fresse. Du kannst anvisieren nicht gegen 5 Leute kämpfen. Und du kannst in diesem Spiel nicht ohne Anvisier kämpfen. Das ist so beschissen. Ah! Oh, meine Fresse. Ach ja. Arschlecken, ey. Die sind schon da? Und die mich veräppeln? Der Typ ist immer noch nicht tot! Ah! Ey, diese Episode, das... Tut mir leid, das wird jetzt ein Full Rage. Meine Güte, ah, das... Ah, das Design in diesem Level macht mich... gerade super aggro. Einfach wie... Alles. Kommt alles Hässliche kommt zusammen hier. Ha! Lass mich doch runter! Hin und her rennen. Du musst hin und her rennen, hast keine andere Chance. Entweder du gehst jedes Mal durch, tötest jeden einzelnen Scheißgegner oder du rennst hin und her. Du musst die separieren. Du kannst nicht gegen 5 Gegner gleichzeitig kämpfen in diesem Spiel. Es geht nicht. Einer ist voll hinter mir. Guckt euch das mal an. Wie schnell die Penner rennen. Der ist wohl stecken geblieben. Natürlich ist ein scheiß Köter dabei.
Oh. Jedes Mal, wenn ich pariere, werde ich... Visiert's mich wieder an, ey. Mann, das ist doch beschissen. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Spiel. Man hat ein bisschen Zeit. Vielleicht noch weiter runter. Der Typ da ist zwar wahrscheinlich relativ zäh. Aber naja. Vier Gegner hinter mir. Neben Raum sind auch nochmal irgendwie fünf oder so. Hinter mich. Es sind fünf Gegner. Ich kann nirgendwo in Ruhe kämpfen. Man hat auch keinen Platz. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Keine Ahnung. Wir werden hier mehrere Episoden dran sein. Ich habe keine Ahnung, wie wir durch diese Situation hier durchkommen. Guckt euch das an. Fünf Gegner hinter mir. Wir riskieren es. Okay, Dickerchen. Haben wir eine Flagge irgendwo? Das Item ist auch rausgebackt, ey. Da oben ist eine kleine. Okay, hier runter sind sie mir komischerweise nicht gefolgt. Okay, jetzt können wir uns ein bisschen... Haben wir ein bisschen Ruhe. So, Spinnen sind nicht so ein Problem. Drachenadern-Essenz. Okay. Gut, haben wir die Mission gemacht. Oder machen wir die Mission? Sie ist ja nun mal weitem nicht fertig. Das Gute ist, alle Gegner werden so ein bisschen gestunt, wenn sie einen Statuseffekt draufkriegen, so wie es aussieht. Das kann man gut ausnutzen. Aha. Ich weiß nicht, die anderen... Die anderen Penner... Okay, heilig.
sind mir nicht nach unten gefolgt. Aus unerfindlichen Gründen. Scheiß Höhle, ey. Meine Güte. Ja. Wenn man sie einzeln bekämpfen kann, natürlich kein Problem. Easy, wenn man nicht ständig von irgendwem anderen dann anvisiert wird oder beziehungsweise jemanden anders anvisiert, den man nicht anvisieren möchte. Okay, also, irgendwo haben wir die kleine Flagge gesehen. Hier oben, okay. Gut. Nie wieder. Level up reicht nicht. Wir können weitermachen. Auch eine dämliche Angewohnheit, hier die ganzen Gegner, die immer wieder aufstehen. Wie zum Beispiel der da. Und der nächste. So, dann von der anderen Seite. Und tschüss. Die sind super einfach. Da ist die letzte Flagge. Aha. Das lassen wir lieber schön. Okay. Letzte Standarte. Und was auch immer jetzt für ein Fight kommt. Wir sind wieder draußen. Alles brennt. Bist du der Hauptbösewicht? Oh, okay, ihr seid zu zweit. Okay. Das war... Was ich gut finde, ist, dass man sein Zeug nur zurückbekommt, wenn man einen Gegner tötet und nicht einfach hinrennen kann und das wieder aufsammeln kann. Das finde ich eine gute Änderung. Gegenüber Nioh und auch den Souls-Spielen. Ja, Feuer wird es bei denen nicht so sonderlich viel bringen, aber... Na Souls. Na, sie sind komplett immun gegen Feuer. Das wollte ich eigentlich nicht, aber ist okay. Okay, Heilung.
Ich krieg das nicht ausgewichen. Oh, damn it. Ich hab fast nichts mehr. Den habe ich nicht erwartet. Oh, ich habe die falsche Waffe, deswegen geht nichts. Nee. Ach, keine Ahnung, wie das wieder ging, ey. Zu früh. Zu zweit sind die garstig. Okay, einen haben wir. Der zweite sollte jetzt wohl hoffentlich auch nicht mehr so ein Problem sein. Ach, der ist rausgebaut. Ja, geh wieder ins Feuer rein. Oh, der hat aber noch viel. Tschüss. Da gehe ich aber nicht rein. Komm raus. Haben wir dich. Hooray. Was, die Mission war super anstrengend. Die Mission war super anstrengend. Okay, Sturm auf Wuchao. Die furchtlose Klinge. Machen wir das als nächstes. Weil ich habe das Gefühl, dass es wahrscheinlich geht schneller als die andere Mission. Je nachdem. Wir werden kurz einmal anprobieren. Ich denke, es wird ein Duell sein oder so. Und je nachdem, wenn was easy ist, dann packen wir das noch in diese Folge und ansonsten würden wir das auf die nächste verschieben. Okay, ja, es ist ein Duell. Zhang Liao. Ja, das war doch der Boss, den wir schon bekämpft haben. Okay, wir machen das in der nächsten. Habe ich gerade beschlossen. Der wird ein bisschen dauern. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann. Macht's gut. Euer Norsk geht.